Ja, jetzt bin ich hier auf dem Gelände des ehemaligen Flüchtlingsdorfes. Ich zoome mal hier rum. Schauen wir uns das Ganze mal an. Verdreckt, verhurt und dekontaminiert. Angeblich hier durch Asphaltierung seinerzeit. Ist kontaminierter Boden hier unten drunter. Ist alles mit dem Radlader, was seinerzeit hier während der Sanierung der Gesamtfläche aufgebracht wurde, ist hier hochgeschoben worden. Und dann asphaltiert und gepflastert worden. Hier überall liegt Dreck. In der Ecke liegen Kindersitze und so ein Kinderlaufstall. Der Großkreis und die Psychologenpraxis Tacker haben sich abgesichert durch doppelte Rollen NATO-Draht, was eigentlich auf Privatbesitz verboten ist in Deutschland. Naja, was wir machen hier in dieser Ecke an. Jener Ecke dort ist dahinter Brachland, davor liegt die Villa Arabella und die Weidestraße. So, wenn man jetzt hier von da hinten rauskommt, also am Förderhaus vorbei, die Weidestraße reinkommt, hier faktisch so durchfahren lassen. Auf die Weidestraße kommen, wenn das links ab und fährt bis zum neuen Heidestadion, was ja demnächst saniert wird zu Leichtathletik Event Location Nordrhein-Westfalen. Naja, aber hier soll mal wieder ein Parkplatz hinkommen. Brauchen wir ja wieder Parkplätze ohne Ende. Ja, wie ihr seht, ist hier angefangen worden, die Stahlbetonmauern, die hier gesetzt worden sind auf dem Gelände, um die Container unten trocken zu haben. Da sind die ersten abgerissen worden. Hier auf der Ecke ist das freigelegt. Da hinten am Ende des Geländes geht die Erwin-Tocke-Straße zur Heidestraße runter. Da ist die Industrieansiedlung in der Hochweiße Hermanns Phänomenia. Dann Malzers und Backbord. Und der Rest ist Schweigen. Auf der Seite Zechenhaus.org wird die Industrieansiedlung durch die WEG hier als gescheitert betrachtet. Kann man so sehen. Ich halte mich da raus. Ich zitiere nur. Ja, hier überall Übergänge, dann hier auch überall Kabel raus, das plattgelegt ist. Sowieso alles vom Netz genommen worden. Vorne auf der Ecke kommen wir gleich zu. Hier also noch weitere Mauern für dieses Containerdorf. Im vorderen Bereich sind die Pflastersteine dort hinten auf Haufen geworfen worden, eben zur Grenze zum Landabsatz Holland, ehemalige Märkischer Handelshof, später Rabgarcher, asphaltierte Flächen ohne Ende. So, das Ganze hier ist ein Riesenareal mit Potenzial und sollte eigentlich nicht verunst werden als Parkplatz für das neue Loheide-Stadion, wo ab und an mal eine Veranstaltung stattfindet. Und ansonsten liegt es brach. Speziell dieser erste Bereich ab Einfahrt Emil-Weidenstraße dort vorne. Darüber, um das nochmal vom Weib zu zeigen, könnte durchaus noch wunderschön gestaltet werden und der Bus könnte dort durchfahren, alleweil die Haltestelle des 365er ist ungefähr auf der anderen Seite der Maschinenhalle von Schacht 6 ist, wo die Kupferreihe drin ist und die 302 Straßenbahn fährt da auch schräg gegenüber. Das müsste nur von der Friedrich-Ebert-Straße kommen, geradeaus eingeführt werden. Ob die Leute den Zubringer zu 302 in Gelsenkirchen brauchen vom 365er, mag ich bezweifeln. All dieweil die Haltestellen vorher am August-Wilhelm-Platz und am Rathaus an der Friedrich-Ebert-Straße diese Leute aufnehmen können. So, das wäre eine wunderbare Bereicherung. Würde dann auch dazu führen, dass die Veranstaltungen im Loheide-Stadion mit dem Bus erreichbar werden. Hier vorne an der Ecke vielleicht noch nach der Einfahrt noch eine Haltestelle, Schacht 4, Einbindung des Geländes, was sich sowieso hier total abkapselt. Der neue Hans-Köster-Platz hier für den vorderen Bereich, für diesen Bereich, speziell die Druckerei im Auto, diesen schmerzfreien Besitzer, auch Aussage des dass hier ein wunderschöner Platz entstanden ist, ist egal.
Skandal, nehmen wir in Kauf, fertig ab. Naja, ich unterhalte mich mit solchen Leuten grundsätzlich nicht. So, hier auch alles aufgerissen. Hier waren die Mauern schon rausgenommen. Und jetzt gehen wir mal hier zu dem Ausgang. Wie ihr seht, oder wie Sie sehen, ist hier halt alles abgenommen worden. Hier vorne mittig ist dann auf die andere Seite hinter dem Wäldchen, dort ein bisschen grau Gebäude, da ist noch ein Brand an der Haumannstraße, da ist das alles angeschlossen worden, da sind die Leitungen durch die Wiese gelegt worden, hier angeschlossen worden, dann auf dem Gelände weiter verteilt worden, wie man sieht. Wie zum Beispiel hier eben entlang vom Anschluss da hinten und dann hier ist es wassertechnisch angeschlossen worden. Das sieht man hier an den blau-grünen Rohren. Strom ist auch gekappt, der ist hier unten und halt ein kleiner Hydrant wurde gesetzt. Mittlerweile hat hier einer wohl mal angefangen mit dem Bagger ein bisschen zu schaben, weil das Ganze ist natürlich dann von dort kommend hier weitergelegt worden. Da hinten vor Kopf standen die Duschcontainer und die mussten natürlich auch mit Wasser versorgt werden. Gehen wir jetzt mal raus und zum Schachtgelände. Gerade habe ich hier einen Holzer kennenlernen dürfen, astrein, fand ich cool. Haben uns schön unterhalten und man ist also richtig gut und vom Fach. Hier haben wir mal wieder was Neues. No Nazis in PVB. Gackschwattgelb. Fertig ab. Die brauchen das auch. Hier eine Markierung noch auf diesem Stein. Man weiß nicht, was hier sein soll. Weil hier sollte ja am 30.06. wurde es versprochen von Herrn Peter van Dijk, dem Pressesprecher der Stadt Bochum, der Radweg ausgeschildert worden werden, angeschlossen werden, damit hier zum Beispiel dann auch für den Catering-Bereich hier die Fahrradstände endlich mal genutzt werden können. Dann weiß man nämlich, wo das ist. Wenn man da vorne nämlich reinfährt, sieht man das Ganze nicht. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier auf dem Gelände an. Ja, die Firma Knappmann ist nicht mehr da. Die standen ja hier in diesen Parkboxen. Hier vorne rechts nochmal die herausstehenden Starkstromkabel. Jetzt ist auch ein bisschen gebuddelt worden. Hier vorne ist das abgenommen worden, weil hier sind ja die der Strom ist abgenommen worden von der Straßenbeleuchtung für die Lampen auch. So, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Die Treppe ist halt, das Gelände ist unheimlich weich, immer noch. Ich hoffe, da passiert auch noch mal was. Das Ganze ist jetzt hier soweit saniert mit Drainage, die zeige ich euch gleich. Wir gucken mal, hier steht auch an einigen Stellen das Wasser gewaltig. Hier nochmal dieser ominöse Knick, die Drainage bis hier ist außerhalb des Deckels, des Bodens, des Schachtbereiches, der Betonplatte ist das gelegt worden. Die Plattierung ist aufgebracht worden auf diesen Deckel. So, das geht dann hier abläufig runter. Kein Thema, soll dann dort in diese Zwischendrainage rein und dann geht es aber wieder hoch, damit das Wasser von oben kommt, abgeführt werden kann. Nun gut, wie ihr seht, der Käfig ist natürlich dann in der Waage aufgebracht worden, aber da haben wir schon so oft darüber gemacht, da ja die Herren hier neue Scharniere gesetzt haben ans Tor unter der Aufsicht von Herrn Oelzner von der Bauschlosserei, habe ich dann darum gebeten, weil sie die lackiert haben, hier noch dieses schwattgelbe Unikum da mal wegzumachen. Das kann man hoffentlich sehen. Das haben die auf meinen Wunsch hin und mit Herrn Holzers Erlaubnis haben die das mal da überlackiert in Anthrazit. Finde ich gut. Läuft. Ja, das sieht dann hier jetzt so aus. Ich klappe mal eben gerade. Und auch hier ist alles trocken. Natürlich noch arg verschmutzt, aber das macht nichts. Ja, hier drin steht ein bisschen Wasser noch, aber schauen wir mal. Ja, jetzt ist hier, von den Treppen kommend, denn jede Stufe dieser Treppe bildet eine Abflussrinne. Hier ist das alles mit Laub zugespült. Hier kann man das super gut erkennen. Jetzt ist an die dritte Stufe, ist die erste Drainage gesetzt worden.
dann ein wenig versetzt. Die zweite, die läuft hier an der Baumscheibe vorbei. Ich sink gerade hier ein in dem Gelände. Und dann wieder, also das ist hier super locker aufgebracht worden. Ich weiß nicht, ob da noch dieser Stabilizer reinkommt. Keine Ahnung. Und dann hier hört das hier auf am Hauptweg. Läuft dann unten in die Hauptkanalisation. Genau wie hier auch. Hier sind auch noch mal zwei Mal ist das abgeleitet worden. Nee, da hinten ist so ein kleines Stück bis zu dem Baum. Ja, gucken wir uns das ganze Ding mal an. Das ist auch super, ist das abgesetzt. Hier 1 zum oberen Bereich, 2 geht man ein Stück runter, 3 geht man ein bisschen hoch, allerdings nicht so hoch wie der erste. Ja, und dann läuft das hier durch. Ja, hier ist alles, man sieht das hier an den Fußspuren, wie tief man hier einsinkt. Schauen wir mal weiter. Dieser Bereich ist jetzt noch matschiger geworden hier. Ja, jetzt gehen wir mal hier weiter. Denn da ist ein neues Phänomen. Und zwar gibt es hier jetzt einen Ablauf vom Rand des Geländes hier durch, dann hier rum und dort in den kleinen Gully. So, auf die Blitzableiter brauche ich gar nicht mehr zu sprechen zu kommen, da bricht man sich den Hals. Tja, alles neu macht der Mai. Hier hat auch wieder so ein bekloppter Zenk, das kann man in ganz Wattenscheid finden, hat hier mal einen aufgesprüht, Bananenbieger. So, jetzt kommen wir hier mal wieder zum Feuchtbiotop. Immer wieder mein Hobby, schmerzbefreit der Typ. Hier einfach, da hinten haben wir jetzt noch eine noch blau gefärbte Palette mit einem Schlauch, wo das wohl abgepumpt werden soll. Und hier wieder unsere Freunde von der Druckerei haben hier ihren ganzen Schnitt, ihren ganzen Unrat abgelegt. Und im Endeffekt hätten die hier so eine schöne Kante, die im Endeffekt, wenn der Parkplatz hier mal ganz angelegt worden wäre, der ja absäuft, wie man da hinten sieht. Der Gullideckel steht da 3 cm hoch, ist durch die LKWs, ist das ganze Gelände platt gefahren. Ja, hier sieht man das alles wunderschön. Ich gehe mal entlang, hier vom Feuchtbiotop zum Holzabladeplatz. Alles Brombeeren hier, was hier liegt, dann noch ein bisschen Gras, ein bisschen Müll. Ja, das machen wir auch schon länger hier, glaube ich. Und das sieht man hier. Da hinten haben wir dann noch irgendwie ein Metallteil, was auch nicht schlecht aussieht. Das ist neu. Und ja, werden wir mal sehen. Sieht so auch so nach Zeche aus. Als wenn die das da irgendwo da innen drin in ihrer alten Maschinenhalle abgebaut haben. So, schauen wir mal. Hier, dieses Holz liegt schon länger da. Jetzt kommen wir zur Buhlbahn. Ja, alles klar. Über den Container und die Aufstellungsart des Containers sage ich auch nichts mehr. Der ist nicht barrierefrei. Der steht über einen halben Meter auf der Ziegelfläche, die gar nicht benutzt werden sollte. Dahinter ist halt der Platz, der hätte mit der Vorderkante direkt an die Kante der Ziegelfläche gemusst und weiter nach hinten faktisch. Und wie man das so aufstellen kann, naja, bitte. Aber ist ja angeblich alles abgenommen. Fertig, wir schauen uns mal hier die Sache an in Bezug auf Barrierefreiheit. Wunderschön zusammengeschusterte Paletten nochmal hier. Absolut, alleine der Rahmen unten bietet keine Barrierefreiheit. Selbst wenn der aufgesetzt wäre, wäre da mindestens 10 cm eine Kante. Hier auch, ne, eine Palette mit einem rutschfesten Gummi. Obendrauf fast rein. Ich rutsche auch nicht aus. So, hier noch die Stromkästen und der Poller für den weiteren Strom. Ja, alles vom Feinsten. So, hier schauen wir mal. Der Bürgersteig, das ist ja wohl dann noch eine Sache der Stadt Bochum. Und jetzt kommen wir hier zu den Bereichen. Also einfach Wahnsinn, was hier läuft. Jetzt war ja das Auftragsvolumen war ja bis zu diesem Gulli hier. Hier sind auch noch einige Markierungen in dem Gulli. Ja, und dann läuft also das Wasser
Quadrigartenlandschaft drauf, wie man das nur bis zur Grundstücksgrenze legen darf, also bis hierhin, ist dann hier die Straße aufgemacht worden. Guck mal hier, ist direkt hier hinter dem Container die Straße aufgemacht worden, dann bis hierhin. Und von dort, von diesem Gully an, ist das Ganze mit dem Schlauch in Schwatt mit Blau, ich zoome da mal ran, verlegt. Das läuft hier die ganze Halde rum, geht dahinter ein bisschen höher, um die dann da oben zu überqueren, auf der anderen Seite runter, über den Bürgersteig mit Holzbrettern abgesichert, mintgrün Signal angesprayt und dann unter der Wiese zwischen Bürgersteig und Straße zum Hydranten, ist jetzt mittlerweile auch unterirdisch angeschlossen und der Rest ist aber so geblieben, ein absolutes Unding. Das sind Stücke, die sind verbunden, das sieht aus wie bei mir unter der Spüle mit irgendwelchen Überwürfen, genial. Also man fragt sich wirklich, wo solche Leute die Kompetenz hernehmen. Hervorragend. So, nochmal rauf, nochmal runter und jetzt gehen wir hier nochmal zu diesem barrierefreien Eingang, natürlich auch wenn Autos reinfahren müssen, aber eben halt auch wenn Leute mit Rollatoren oder Rollstühlen hier das Gelände betreten, befahren wollen. So, dann haben wir das hier. So, ihr seht das selbst, wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze uns jetzt noch mal so anzugucken. Hier vorne die beiden LEDs, das sieht wirklich abends schön aus, wenn das Hollandschild beleuchtet wird, also morgens schaltet das ab, wenn es hell wird, und abends, wenn es dunkel wird, schaltet es ein. Ja, zu der Beleuchtungsaktion ist hier Orkan, ist angesagt. Ich hatte mit Herrn Oelzner noch gesprochen, der hatte auch mit Herrn Schubert gesprochen. Und wir wissen das nicht, wir werden heute Nachmittag nochmal telefonieren, um dann im Endeffekt einen Zeitplan zu erstellen, wann das gemacht wird. Und das liegt natürlich an Herrn Schubert, wann der also das Risiko eingehen möchte. Nochmal ein Idyll, was ich sonst nur aus den Alpen kenne. Fließendes Wasser, ein Wasserfall, oben aus dem Rohr, was gepumpt wird, kommt nichts mehr raus. Und hat sich jetzt hier so ein Weg gebahnt und überflutet hier so langsam, aber sicher den Platz, den wunderschönen Platz hier im Eingangsbereich der Visitenkarte des neuen Bürgerplatzes der Zeche Holland. Ja, wunderbar. Hier auch, also interessante Varianten dort hinten im Gebüsch an verschiedensten Flaschen jeglicher Couleur. Hier wunderschön poetisch eine Treppe ins Nirgendwo. Ich gehe mal hier rüber, um das Ganze zu zeigen. Ganz toll. Allerdings hinter dieser Treppe, wo es dann oben auf die Kuppe drauf geht, dieses sichelförmigen Hügels, der bis zum Flüchtlingsdorf geht, ist eine 4 Meter Schneise, weil die Bäume dort oben auseinandergepflanzt worden sind. Würde man das hier einfach mal wegschneiden, hätte man dort einen leicht ansteigenden Höhenweg. Aber wem erzähle ich das nochmal hier? Also ganz idyllisch, wunderschöne Perspektiven hier. Auch dort, man kommt dort rein von der Berliner Straße, Lührenstraße. Und da hinten geht es halt nach Wattenscheid. Und jetzt filmen wir mal hier mal eine Runde weiter. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier an. So, hier auch. Alles sehr schön gepflegt hier. Wunderbar, Pflegestufe 1. Ach nee, ich bin ja nicht da. Hier auch im Hintergrund der Schacht. Ja, Schacht 4. Ja, und hier sind noch irgendwelche ehemaligen Gitter draufgelegt. Ja gut, aber man sieht ja, was mit den Gittern passiert. Hier der neue Anschluss am Hydranten. Der Hydrant als solcher ist ja wieder hier, vorschriftsmäßig hier rechts im Bürgersteig. Diese Steine, ja, die hat er da damals da draufgelegt. Da ist noch halt dieses Stromkabel drin und der Anschluss, ein Stück Anschlussrohr, scheint also alles jetzt irgendwie unten angeschlossen zu sein. Mal schauen, wie das hier so läuft. Kabel hier zur Heizung, also eine ganz tolle Idee, da ein Heizkabel noch reinzulegen.
damit das nicht einfriert, wenn ich von hier aus das Wasser zum Container geht. Dann mal ganz kurz hier unter der Wiese verbrüht. Hier. Und da halt wieder hochzukommen mit diesem Wasserrohr, Flexrohr. Hier einmal ganz kurz, damit die Fußgänger sich nicht wehtun, wenn sie da drüber gehen. Zwei Superbretter geschraubt auf zwei Unterhölzer, damit das also schräg nach oben geht und schräg nach unten. Hier nochmals abgedeckt mit einem hervorragenden Stein. Und dann geht es hier hoch und auf der anderen Seite halt wieder runter am Hügel entlang und bis auf die Containerhöhe. Und dann ist das angeschlossen an dem Gully. Und dann, ja. Also ich finde das genial. Seht ihr, da oben ist kaum Bewuchs. Wenn man von da hinten jetzt hochgehen würde, an dieser Treppe, wenn man da die Brombeeren mal wegschneiden könnte, was hier im unmöglichen Bereich ist beim Grünflächenamt, dann müsste das mal hier gesäubert werden. Wir werden da keinen einzigen Finger rühren, nach dem Motto, ihr Bürger räumen ihre Stadt auf oder so ein Käse. Wir bezahlen dafür Steuern und haben Recht darauf. Fertig ab. Das hat hier gepflegt zu sein. Das ist ein Gelände, mit riesen Publikumsverkehr. So, da oben wäre der höchste Punkt und dann geht es halt dahinter, geht es dann halt weiter Richtung Flüchtlingsdorf. Ich mache jetzt mal hier Schluss. Material hier hinzustellen, um das Ganze dann zu beleuchten. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag vom Hans-Köster-Schacht 4, der ehemaligen Großzeche Holland. Und sag ganz einfach, Wetter wird besser. Glück auf und schönen Nachmittag.